Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Founders Fortune. Wir sind noch dabei. Also man merkt, ich bin wie viel Spaß ich an dem Spiel habe. Das ist der Wahnsinn. Es schaut alles noch ein bisschen leer aus irgendwie. Aber ich habe einfach meinen Spaß. Sehe ich denn eigentlich an Tina, die wird in 28 Tagen erwachsen? Oh, kurz vorm Tod von Harmonia. Harmonia hätte jetzt schon gern 5 Münzen am Tag, ja, alle von denen. Ja, und die anderen wahrscheinlich 2 Münzen. Ja, könnte mal schön knicken. Wird nicht so schnell passieren. Was ich eigentlich sagen wollte, sehe ich eigentlich so Abstammung? Okay, nur hier im Moment. Weil wollte ich gerade sagen, wenn es keine Abstammung gibt und Harmonia stirbt, könnte sie ja theoretisch die neue Frau von Dagner werden. Das wäre ja ein bisschen so Inzucht und so. Aber okay, hier ist zumindest Vater, Mutter, so ist eingetragen. Stammbaum insgesamt, glaube ich, gibt es nicht. Das wäre halt auch cool, wenn man so, keine Ahnung, in 30 Jahren nochmal hinschaut. Wenn dann schon die Enkel rumlaufen. Dragner Junior. Wäre schon sehr witzig irgendwie. Okay, wir haben einen Haufen Holz. Wir brauchen noch Essen. Yep. Live, kümmere dich doch mal. Tina, erstmal, du gehst mal lernen. Live, kümmere dich doch mal um Tomaten. Dragner kümmert sich um Heilpflanzen. Das ist auch gut. Ach so, ein Drado war uns jetzt. Also langsam müssen wir ein bisschen auf die Felder aufpassen. Wir kommen nicht mal so hinterher, wie man denkt. Herr Dragner, hast du denn Auer noch drinnen? Ja. Ist mir gerade ein bisschen wichtiger als die Forschung tatsächlich. Heiltränke, Krankheitsmedizin haben wir nicht so viel. Harmonia, was machst denn du, Baumstumpf? Mal weg. Du gehst danach Medizin herstellen. Ich hätte gerne 10 Medizin. Mhm. Ja, lern mal noch ein bisschen. Das schadet nicht, das schadet nicht. Okay. Die möchten Münzen und wir kriegen einen Teil davon. Machen wir natürlich. Platz für 450 Münzen. Wir bräuchten vielleicht noch einen neuen Tresor. Kann aber nur einen kleinen vorübergehend bauen. Kein Eisen, kein Eisen. Ja, deswegen hätte ich ja eigentlich gerne... Hier ist halt Eisen. Was macht denn der Lou? Eisenerz abbauen, ja, passt ja. Das passt ja. Otto, Handwerker der Stufe 8 gefällt mir gut, aber ich glaube, wir sind durch, ja. Ja, Leute, wir bräuchten noch ein bisschen Essen hier. Mhm. Bist du jetzt plötzlich? Aha. Ja. Mhm. Du ein Zweitberuf, Rado? Nein. Mach auch mal Bauarbeiter aus. Rado soll sich jetzt dann mal nur... Ich glaube, wir haben zu viele Heilpflanzen. Ich werde mal hier ein bisschen Heilpflanzen abreißen. Ja, auch welche, die dranhängen. Das ist mir jetzt egal. Tina hat keinen Bock mehr. Oh, da haben wir nicht aufgepasst. Obwohl ein bisschen zu viel Gelerne. War wohl ein bisschen viel lernen für den Anfang. Yep. Aber Dragner kann doch eigentlich auch unterrichten. Yep, yep. Mhm.
Ah, ausbilden. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen. Weil ich kann wahrscheinlich jetzt nicht hingehen und sagen, ausbilden. Das funktioniert wahrscheinlich jetzt gerade nicht. Ah, doch, das funktioniert sogar. Das ist sehr witzig. Dann gehen wir mal auf 60 Punkte. Wobei sie ist eigentlich eh schon schlecht gelaunt, gell? Schaffen wir den einen Punkt schnell. Ja, fertig, komm. Langt. Langt erstmal. Sehr schön. Genau, kümmert euch hier drum. Es ist gut. Ja, mit dem Essen, glaube ich, das habe ich ein bisschen verkackt. Wenn wir denn schon Brot backen? Nee. Viel zu viel Weizen. Viel zu viel Weizen hier. Wie wär's, wenn ihr das abreißt und nicht noch bepflanzt? Weizen brauche ich ja erst, wenn ich Brot backen kann. Und da bin ich noch ein bisschen entfernt. Ich schieb mal. Kann ich das jetzt echt nicht abbrechen? Uah, ich kann die Forschung nicht ändern. Echt jetzt? Oh, das ist ja mies. Dann hätte ich die Alchemie nicht machen sollen. Es ist ja mies. Das wusste ich nicht. Da haben wir uns ein bisschen ein Ei gelegt. Ich denn die Forschung nicht. Boah. Ja, das heißt, wir brauchen dann Schriftrollen, die wir nicht haben. Ja, Kartoffeln kriegen wir dazu, sehr gut. Okay, wie viel Holz haben wir? 208. Stimmung bei allen ist gut. Was ich ja auch noch nicht weiß, ist, wie man eigentlich eine Party schmeißt. Deswegen, das machen wir hier mal weg. Bildungspunkt. Wie wär's, Tina, wenn du mal mit Otto ihn beeindruckst? Und danach tanzt du mal ein bisschen. Macht das Spaß? Ne, weiß ich nicht. Nicht denn, was kann ich denn hier noch machen, damit das Kind Spaß hat? Ist er auf Gräbern rumhüpfen? Keine Ahnung. Nee. Wie kannst du gar nichts machen? Ja, keine Ahnung, geh mal lernen. Müssen ein bisschen von der Stimmung her aufpassen, natürlich. Okay, der Punkt ist jetzt quasi schon wieder komplett weg. Ach, das ist dann hier unten Bildung, okay. Ja, hör auf, hör auf. Du bist schon schlecht genug gelaunt. Ja, irgendwie fehlen noch so Spielsachen und sowas, oder?
Also allgemein jetzt noch nicht mal fürs Kind, sondern auch für die Erwachsenen, dass man sagt, keine Ahnung, Pokertisch, so wie bei RimWorld, wo man halt die Stimmung einfach anheben kann. Bauer Level 5. Schon wieder ist Tina hoffnungslos, das gibt's doch gar nicht. So schlecht, hä? Ist immer noch neidisch. Oh, da stelle ich mich ja nicht gut an. Da stelle ich mich ja nicht gut an mit dem Kind. Wird wahrscheinlich ein kleiner Dreckschrat. Jetzt schon hier zwei negative Punkte. Ragnar, geh doch mal. Ich komme mit der Steuerung nicht zurecht. So. Unterrichte doch mal Tina. Die möchte doch einen Wissenspunkt haben. Ausbilden. Der Lu hat sich am Bein verletzt. Da muss man mal kurz gucken. Harmonia, bitte Beinschienen. Otto, glaube ich, können wir auch nichts mehr machen. Willst doch einen Punkt haben, Zifix. Ey, das wird schrecklich. Ich weiß nicht, wie ich gerade von der die Stimmung hebe. Ein Händler ist angekommen. Das ist gut. Handeln. Erst mach mal reden und danach. Oh, Essen klappt trotzdem nicht. Eine gute Folge. Nein. Reden, handeln, habe ich gesagt. Danach kannst du essen. Davor kannst du verhungern. So. Wir verkaufen 3 Gambisonen. Wir verkaufen die Holzkeule. Ja, ja, ich weiß schon, Leute. Ich weiß. Ich möchte Schriftrollen. Moment. Kann maximal 3 Schrift. Nein. Nein. Brauche ich Eisenerz dafür? Ein Glück. Handeln. Drei Schriftrollen. 3 Gambisonen. Kompletten Apfelstrudel. Noch eine Holzkeule. Krankheitsmedizin. Kann ich nochmal komplett herstellen. Weil wir halten auf was ich zeige. Ich hätte gerne noch alle deine Tomaten. Immer noch 26.
Handel abschließen. Zack. Okay, jetzt müssen wir halt ein bisschen was wiederherstellen. Hier müssen wir auch wieder ein bisschen was reinhauen. Dann haben wir aber auf jeden Fall. Forschen können wir weiter. Händler reist ab, ist okay. Wir stellen auf jeden Fall die nächsten Rüstungen her. Ist ja eine unserer Haupteinnahmequellen gerade. 250, 200, 200, 250. Was wir herstellen, ist vollkommen egal. Okay. Also wir brauchen... Ja, hier, klar, bitteschön. Ja, jetzt der nächste Händler wäre nicht schlecht. Monia, nächste Stufe vom Arzt. Boah. Fertig. Tina ist immer noch schlecht gelaunt. Ja. Die Stimmung ist halt wahrscheinlich so oder so einfach schlecht. Können wir beim Handwerker auch nichts mehr machen? Nee. Unsere Handwerker sind quasi. Was haben wir denn noch zum Anpflanzen? Die Erdbeeren fehlt immer noch, aber ich wüsste auch gar nicht, was ich mit den Erdbeeren mache. Wir können dann theoretisch fürs nächste Mal nochmal mehr Tomaten an. Fürs nächste Mal. Bringt uns jetzt leider erstmal nichts. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, im Winter reiße ich hier die, den Weizen hier nochmal ab. Den versetze ich hier rüber und ich baue hier die Kartoffeln nochmal ein bisschen aus. So, Tina, du bist gut gelaunt, das ist doch. Dann, wo bist du denn? Jetzt hat Ragnar, bitte ausbilden. Bitte gut ausbilden jetzt. Mhm. Ja, wir behalten hier mal ganz gut Stimmung im Kopf. Einfach jetzt nur mal ein Ausbildungspunkt, damit hier der Ding hier mal erfüllt wird. Dann warten wir wieder ein bisschen. Abreagiert, angenehme Konversation. Ja, Stimmung beobachten. Genug vom Lernen, ja. Stimmung beobachten. In einem Punkt schaffen wir jetzt. Komm. Ja. Komm, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Geh schon mal Dragner aus. Zack, weg. Yep. Jetzt lasse ich dich wieder ein bisschen in Ruhe. Du möchtest einen Lagerplatz für Kleidung in deinem Besitz. Auch das krieg ich. Schatz, auch das krieg ich. Hoffentlich will die keinen Platz für Waffen oder sowas haben. Es wär's, ja. Live könnte man eigentlich so eine Waffenvitrine. Der hat doch, glaube ich, das Piratenschwert oder sowas. Ja. Aber eigentlich will ich das Eisen nicht ausgeben gerade.
Ciao. Schön. Tina hat mal einen positiven Punkt. Möchte sie ein Sofa in ihrem Haus? Wir müssen das Haus schon wieder ausbauen. Sitzmöbel, Sofa. Geht übrigens immer noch alles. Geht immer noch alles. Tina möchte mit Otto befreundet sein. Ja, dann rede doch danach gleich mal. Live, wenn du schon dabei bist. Ah, hast du schon, hast du. In Besitz nehmen. Vase in ihren Raum. Welches Kind möchte eine Vase in sein? Können wir nicht machen, Moment. Also nein, können wir, das hat jetzt nichts mit wegen, falls sich jetzt jemand wundert, der kann keine blaue Vase da reinstellen. Hallo, wir haben ein pinkes Zimmer. Oder ein lila, da können wir nicht eine blaue Vase reinstellen. Weil es gibt aber keinen lila. Ja, komm, dann kriegst du eine blaue. Hat nichts wegen Geschlecht oder so zu tun. Gebe nichts auf Geschlechterrollen, deswegen. So eine Aussage würde man von mir nie hören. 3 Kürbis, 6 Apfelstrudel könnt ihr haben, bitteschön. Geht live bauen, ja. So, Tina. Was? Lagerplatz für Waffe? Nein! Ja, wohl nicht wahr sein. Ja, doch keinen Waffenplatz jetzt bauen, hä? Lu, wir bräuchten mal Steine, aber wir brauchen halt auch Eisenerz, gell, deswegen. Na gut, jetzt haben wir gerade 50 Eisenerz. Lassen wir mal so stehen. Wir haben 10 Medizin, okay, passt alles. Wir haben Nahrung, Bier. Eigentlich schaut es gerade gut aus. Ich habe immer noch das Projekt Rado hier. Holz 45 ist wenig. Ja, wir bauen, glaube ich, ganz schön viel, kann es sein. Steinschwerter, Gambeson. Hat denn jeder inzwischen Vollausstattung? Bogen, Rüstung. Du hast ein Holzschwert, Steinschwert. Aber du hast auch noch keine Rüstung. Lager. Rüstungsstände. Rado. Du hast Schwert, Rüstung, allerdings auch noch ein Holzschwert. Könnt ihr überhaupt alle? Da muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen. Geht nämlich nicht mit Schwert. Mit Schwert. Okay. Aber Rüstung hast du. Rüstung hast du, gell? Rüstung hast du. Lu. Steinschwert, keine Rüstung. Kannst du kannst Steinschwerter benutzen. Aber Lu hat keine Rüstung. Wieder. Auch keine Rüstung. Leider Ständer. Okay, ich sehe schon, wir müssen hier noch ein bisschen was machen. Wir müssen hier noch ein bisschen was machen. Das erste Mal Ammonia in Besitz nehmen. Und du kriegst ein. Dann Harmonia, du bist die Erste. Trainieren. So, wie geht's der Tina? Stimmung ist okay. So, du wolltest einen Lagerplatz für Waffen. Allerdings hier zumindest gerade kein Platz. So, Harmonia, Harmonia. Du bist Soldat. Ein Schwert. Dann kannst du auch schon auf. Dann kriegst du nämlich jetzt auch ein. Und gehst wieder. Yep.
Bäume fällen. Sonst konnte ich mich immer nie retten von Holz. Jetzt habe ich gerade ein Holzproblem, heißt auch. Oder? Auch echt krass irgendwie. Krankheit. Was? Kira? Grippe. Kira, ab ins Bett mit dir. Schlaf bis vollständig gesund. Und Live kommt gleich und wird sich sehr um dich kümmern. Macht es sogar von selbst. Schaut. Ah, süß. Wie lange lebt denn Live noch? Der Live wird auch gleich alt. Und Kira wird auch alt. Oh nein, es werden alle alt. Jetzt wollte ich gerade schauen, ob ich noch ein neues Pärchen zusammenbekomme. Aber sie werden gerade alle alt. Steinschwert. Nee. Natürlich jetzt auch nicht so schön, dass die gerade alle ein bisschen alt werden. Könnte natürlich jetzt halt einfach noch aussitzen, bis Radu stirbt. Und das Haus dann von Haus aus umbauen, weil dann ist auch das Zeug, was innen drinnen ist, relativ egal. Es kommt ja nicht auch instant ein neuer Bürger nach. Und dann könnten wir das Haus umbauen. Ich würde da ein bisschen verrücktes Haus machen, wenn man nämlich nach oben bauen kann, ohne dass ich wieder einen Bug habe. Geht gerade alles. Dann würde ich das schmäler machen, also stehen lassen, schmäler machen, aber dafür höher. Vielleicht so in den dritten oder vierten Stock dann auch raufgehen. Ich weiß gar nicht, wie weit es raufgeht. Ich überlege gerade, wie wir hier den Weg am besten ziehen. Machen wir nur einen kleinen Weg. Soll vielleicht auch dann mal. Vielleicht bauen wir hier dann später nochmal was hin, weil wir wollen ja eh hier die Mauer durchziehen. Schauen wir mal. Okay, Tina. Schon Stufe 3. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lagerplatz für Waffe. Ja, hier, bitteschön. Einen Bildungspunkt bekommen. Beziehung, Freundschaft mit Rado. Tina, geh doch mal und rede ein bisschen mit Rado. Wie schaut denn Tina und Rado gerade aus? Ah. Achso. Dragner, was machst denn du gerade? Schriftrolle analysieren. Geh doch mal dann Tina ausbilden. Yep. Die Rado und Tina brauchen ein bisschen, dass sie aufsteigen können. Ja. Aber was sagt deine Stimmung? Gut gelaunt gerade. Sehr gut. Schaffen wir zwei in Level. Hat genug vom Lernen. Minus 4. Oh, jetzt geht die Stimmung aber ganz schön runter. Komm schon, aber das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Zack. Sehr gut. Hat einen Kamin in ihrem Haus, ja. Jetzt wird's halt eng. Jetzt wird's halt eng. Also, so ein Familienhaus ist halt schon. Ja. Wenn wir könnten es hier noch ein bisschen länger ziehen. Aber eigentlich müssten wir auch hier in die Höhe gehen. Die Frage ist halt nur, wie oft brauchen wir so ein Familienhaus, gell? Wie oft brauchen wir so ein Familienhaus? Ja, wir auch.
Das Holz und das Holz. Ja. Ich muss mir da was einfallen lassen. Ich muss mir da was einfallen lassen. Macht denn Harmonia die ganze Zeit? Wir hatten doch drei Förster eigentlich. Alle so schwer beschäftigt. Ja, viel mit Handwerk natürlich auch. Achso, Leute, kann ich einen großen Tresor herstellen? Ja. Reißen den Kleinen auf jeden Fall dann ab. Und würden einen... Ich habe ja keine Ahnung, wo du hin möchtest, aber geh mal hier schnell abbauen. Lager drin. Laune steigt. 1350 Münzen. Ich glaube, ich würde hier hinten auch gerne noch ein Tor dann haben. Wagner fleißig am Forschen. Beim Bücherregal kann man fürs Leben lernen. Am Geburtstag können Kinder dann diese Punkte einsetzen, um in ihrem Beruf einen schnellen Start zu bekommen. Das ist natürlich schon krass. Wird in 19 Tagen erwachsen. Wir könnten jetzt schon quasi einen Beruf auf Stufe 4 hochheben. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Du möchtest 13 Bier in 4 Tagen. Ja, ihr seid Piraten. Ich habe Angst vor euch. Auch wenn wir euch schon einmal besiegt haben, habe ich trotzdem Angst. Yep. Arzt. Förster. Förster. Macht denn Harmonia die ganze Zeit, ist die Frage. Ah, habe ich vielleicht keine Bäume mehr markiert? Ich habe keine Bäume mehr markiert. Wir können aber auch einfach Bäume markieren. Ich will das hier alles weghaben. Damit wir hier noch durchkommen mit der Mauer. Das war's. Das war's. Ich bin es nicht gewohnt tatsächlich, dass ich Founders Fortune mit so einer Markierung spiele. So, du möchtest doch auch mit Rado befreundet sein. Umarm doch mal den Rado. Lass mein Kind einfach so andere Leute umarmen. Ich sollte mich schämen. Aber bei Rado, ich weiß, dass er sehr kinderlieb ist. Zwangsläufig mit seiner eigenen Tochter und so, gell? Deswegen. Mein Kind dürfte Rado immer umarmen. Ja, dauert aber noch ein bisschen. Ja. Ah, das ist ja auch live. Moment. Reden mit Rado. Beeindruckend. Und wenn wir das abgeschlossen haben, oh, nicht beeindruckt. Na gut, dann aber Leute, wir sind schon wieder bei 34 Minuten. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.